Wenn du einen Top-Experten haben willst, dann mach das, was ich dir gerade gesagt habe. Einen Experten findest du ganz einfach. Du überlegst, was ist deine Leidenschaft? Was machst du richtig, richtig gerne im Leben? Und kannst du auch richtig gut? Das ist Positionierung, Hausaufgabe Nummer eins. Ja, was mag ich? Was kann ich? Und dann überlegst du ja als nächstes und bringt das auch, das ist dann der Marketing-Check, der Real-Check, gibt es auch Menschen, die das interessiert. Dann hättest du auch potenzielle Kunden. Also das ist Positionierung. Und jetzt überlegst du, wenn du das für dich hast, wer ist weltweit der Top-Experte dazu? Und der Experte ist nicht der, der es in erster Linie erklären kann, sondern der es kann, der es vorgelebt hat. Und wir schauen immer nach den falschen Experten. Und dann suchen wir im Grunde genommen nach Bibliothekaren des Wissens. Nimm mal Unternehmercoaching. Da tummeln sich ja unfassbar viele Coaches, die Unternehmern zeigen wollen, wie sie erfolgreich werden. Weißt du, was die alle gemeinsam haben? Die meisten haben noch nie 1 Million in einem Jahr gesehen. Wie sollen die denn anderen zeigen, wie es geht? Die können nur Wissen verwalten und zusammenordnen und ja, wie so ein Bibliothekar im Polunder, der dann so das eine Buch nach da stellt, das andere nach da und sagt, guck mal, das ist doch jetzt eine schöne Ordnung. Es geht nicht darum, eine Ordnung zu erstellen, es geht darum, von A nach B zu kommen. Und jemand kann dich nur von A nach B bringen, der von A nach B gekommen ist, selber. So, und die Unternehmercoaches, die tatsächlich mal 1 Million gemacht haben, haben die 3 gemacht im Jahr? Haben die 5 gemacht? Haben die 10 gemacht? Nee. Also such jemand, der dir wirklich, und das ist der Experte, der straßenschlaue Experte, ist der, der auf der Straße, also im wirklichen Leben vorgemacht hat, dass das kann. Nicht der in der Schule irgendwelche klugen Sätze sagen kann, wie in der Schule. Also such dir die fünf Top-Leute raus auf der Welt, die das erreicht haben in dem Gebiet, in dem du dich siehst. Dann überleg dir, kannst ja alles lesen, Wikipedia, online, was du alles findest über die. Lies die Homepage, wenn sie haben ein Buch, lies alles und überlege dann, wer sind von den 5 die 2, 3, von denen ich gerne lernen wollte, weil sie mir sympathisch sind und weil ich ihnen vertraue. Und weil es mir Spaß machen würde, von denen zu lernen. Und dann nimm Kontakt auf. Das ist High-End. Aber so bin ich Sprecher geworden. Ich habe damals geguckt, als ich dann endlich meinen Lebenssinn hatte und dann endlich wusste, okay, ich will jetzt Sprecher werden. Dann habe ich geguckt, wer sind die besten Sprecher. Und die habe ich damals nicht in Deutschland gefunden. Das klingt jetzt nicht überheblich, aber ich habe mehr verdient als jeder Sprecher in Deutschland. Da konnte ich mir die jetzt nicht wirklich so zum Vorbild nehmen. Da hätte ich zwar sprechen lernen können, aber nichts über das Mindset. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Rat. Lerne nur von jemand, auch wenn es eine Spezialität ist, die du lernen willst, der ein Mindset hat, das dich weiterbringt. Denn wenn der Spezialist richtig viel weiß zu seinem Bereich, aber so ein richtiger kleiner Scheißer ist im Leben, ich sage das jetzt nicht despektierlich, aber ich will es klar sagen. Dann lass die Finger davon weg, denn es wird dich beeinflussen. Denn wenn er dir die Spezialität sagt, hast das so ein Einfallstor in dein System. Jetzt kommt diese Spezialität rein und mit der Spezialität kommt dieses beschissene, erbärmliche Mindset mit rein. Das kannst du dir nicht erlauben. Also umgib dich mit Menschen, die einen bestimmten Standard haben und es ist deine Verantwortung, dich mit den Menschen zu umgeben, die wirklich herausragend sind, denn das wird dich herausragend machen. Also, such Menschen, die das können, was du willst. Das sind die wahren Experten, die das entsprechende Mindset haben, die du magst und denen du vertraust. Ist das Arbeit? Boah, aber hallo. Ich bin damals, weil ich die in Deutschland nicht gefunden habe, die Megasprecher, durch Amerika gedüst und habe so ziemlich mit jedem Topsprecher der Welt persönlich gesprochen. Ich habe denen auf Vorträgen zugehört, die Bücher gelesen und habe die zum Abendessen oder Mittagessen eingeladen. Mit jedem Einzelnen. Ich habe mit Tom Peters gegessen, mit Tony Robbins, der hat mich sogar einen ganzen Tag gecoacht. Da musst du aber auch cool sein, sonst schaffst du das nicht. Also es ist nicht so, dass ich dir jetzt sagen kann, jetzt mach mal nur einfach das und dann machst du das und dann machst du das. Wenn du einen Top-Experten haben willst, dann mach das, was ich dir gerade gesagt habe. Ich habe damals dann keinen Coach von denen gebraucht. Ich wollte einfach das Role Model sehen und ich habe dann
zum Beispiel Tony Robbins gefragt, von wem hast du dein Wissen? Und dann habe ich mit dem Coach von Tony Robbins 3 Tage zusammengesessen. Und dann wusste ich auf einmal, was ich machen wollte. Aber diese 3 Tage waren auch sehr, sehr intensiv. Auch Tony Robbins hat mich einen Tag gecoacht, von morgens bis spät in die Nacht. Der Typ ist ein Tier. Wahnsinn. Also, mich freut, dass du offen bist für Experten und dann setzt das auch wirklich um, aber folge wirklich dem Pfad deiner Leidenschaft. Wenn du wirklich ehrgeizig bist, mindestens 10% von dem, was du verdienst. Ich habe am Anfang 20%, aber ich gebe auch zu, ich bin da eine Ausnahme. Dadurch ging es aber auch ein bisschen schneller bei mir als bei anderen. Aber mindestens 10%, sonst glaubt dir dein Unterbewusstsein nicht, dass du lernen willst und Ambitionen hast. Da kannst du erzählen, was du willst, dein Unterbewusstsein sagt. Und dann arbeitet dein Unterbewusstsein gegen dich. Und genau das Gleiche ist beim Lernen.